Ein herzliches Willkommen zu dem Halloween-Stream.
Und damit ein herzliches Willkommen im Stream zu Halloween. Ja, zuerst haben wir natürlich Michael Myers gespielt, als zweites dann die Band Halloween mit dem Song I Want Out. 1988, das ist ein Jahr vor meinem Geburtstag entstanden, also ein Jahr vor meinem Geburtsjahr. Tree Out ist einfach so mega. Ja, Halloween ist generell geil. So, also sowohl die Band als auch die Zeit. Ihr seht im Hintergrund, ich habe heute ein bisschen größeren Winkel wieder. Den habe ich mir heute deswegen zugelegt, weil es unter anderem halt geiler ist. Dass ihr halt hinten auch die Girlanden seht und die Spinnennetze und die Spinnen. Oh, mir fällt gerade auf. Das habe ich verkackt, Mist. Das habe ich leider verkackt. Egal. Ein kleiner Rückschlag. So. Erst einmal ein herzliches, ein herzliches Willkommen beim Drachen im Stream. Jeder andere Streamer, jeder andere YouTuber, jeder andere User, der streamen möchte, ist heute willkommen in diesem Hashtag. Eigentlich wollte ich es Halloween Stream Squad nennen, das hat aber leider nicht hingehauen, weil, es hat halt nicht hingehauen, es war zu lang. Dann wäre nur ein Skur rausgekommen und ein Skur weiß kein Schwein, was es ist, wahrscheinlich. Deswegen habe ich AG genommen und das habe ich deswegen genommen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch für Weihnachten die Weihnachtsmann AG. Das ist so eine Serie gewesen, als Kind habe ich die mal angeschaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, Halloween Stream AG passt doch auch ganz gut. Nur dummerweise kann man keine Großbuchstaben machen, deswegen sieht AG jetzt ziemlich scheiße aus. Merke ich aber gerade jetzt erst. Egal. Wie gesagt, jeder, der streamen möchte, ist in diesem Hashtag heute willkommen. Ist ein schönes Halloween-Stream-Hashtag, habe ich mir gedacht, das machen wir. Ich power das ein bisschen hoch, ich push das, dass es richtig geil wird. Kann jeder da drinnen streamen. So, wir haben heute das erste Mal, glaube ich, seit ich Juna überhaupt mache, ein absolutes Open-End. Das bedeutet, ich will Minimum 3, vielleicht 4 Stunden streamen, vielleicht auch 10 Stunden. Das kommt darauf an, wie lange es sich gibt und wie lange die Zeit reicht. Ich weiß auf jeden Fall von anderen Streamern, die ich eingeladen habe, dass mindestens Mephisto überlegt zu kommen, wenn er die Zeit dazu findet. Jackie will auf jeden Fall reinschauen, sobald er von der Arbeit heim ist. Und ich weiß auch, dass Beats Candy eventuell mal reinschaut, hat sie zumindest gestern Abend im Stream gesagt. Für die Leute, die dabei waren, die wissen es Bescheid. So, ich ziehe mal kurz meinen Hut aus oder meinen Zylinder und oder setze den ab, besser gesagt, ziehe den aus, ist immer so eine Sache. So, ich habe mir gedacht, wir machen heute jetzt einen ganz normalen gechillten Einfahrt, wie auch immer, wir fangen an. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mit ein paar Halloween-Liedern an, also die Band Halloween, oder so ein bisschen in diese Richtung. Ich habe mir tatsächlich noch keine Creepypasta rausgesucht, das habe ich vergessen, weil ich bin ein bisschen spät aufgestanden, weil ich habe ja gestern ziemlich lange gestreamt, ich war dann auch noch 2 Stunden oder was nach dem Stream wach. Habe auch nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Mit Jackie bestimmt wieder 6 Stunden, mit Jackie wahrscheinlich eher 12 Stunden heute, weil morgen ist Sonntag, da glaube ich, muss er nicht arbeiten, deswegen... Jetzt geht unser Feueralarm. Stimmt, heute ist ja Ding. Also, oh nein, es ist kein Feuerwehr, es ist nur einmal im Monat oder was, ist ja, glaube ich, Feuerwehr-Sirenen-Probe. Irgendwie sowas. Okay, also, Apfelkopf, erstmal ein herzliches Dankeschön an dich für die 400 Likes. Jetzt haut der Wahnsinnige schon zu Beginn so viel raus. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. So, jetzt haue ich dir erstmal noch einen Mod raus. Gut. Ich hoffe, die Sirene ist jetzt nicht zu laut. Wir werden mit ein paar Halloween-Liedern beginnen. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen spät dran im Stream jetzt, deswegen werde ich hergehen. Während die Musik von Halloween läuft, könnt ihr, wie gesagt, ein paar Lieder hören, werde ich in der Zeit anfangen, erstmal noch ein paar Creepypasta rauszusuchen, die mal kurz zu überfliegen, damit ich sie nicht so lese. Möglichst ein bisschen besser. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Alter, was? Banger haut 500 Barren raus und der Blumenkönig haut gleich noch, oder Königin, die Blumenkönigin, Entschuldigung, der Blumenkönig, doch stimmt schon, blödes wie auch immer. Vielen Dank auf jeden Fall, oh, ich muss reinschauen, vielen Dank für die 1000 Barren, du Verrückter, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, saugeil.
Und wie gesagt, falls irgendjemand von euch streamen möchte, irgendjemand ist da. Das Bild habe ich jetzt nicht gesehen. Jemand ist schon drinnen. Auf jeden Fall, wer mag, kann, wie gesagt, auch gerne mal. Wer ist denn das? Wie auch immer. Jedenfalls kann jeder in Halloween ein bisschen streamen, in dem Halloween-Stream AG. Und kann jeder gerne mal ein bisschen rausballern. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bei mir zuschauen, wenn euch das lieber ist. Das ist natürlich auch gerne gesehen. Von mir vor allem Metal. Und dann würde ich sagen, schauen wir kurz noch ein paar Lieder an. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Halloween-Lieder rausgesucht. Es ist nicht nur Halloween. Ich habe hier Halloween, ich habe Manowar. Immer so im Wechsel ein bisschen. Ja, das heißt, ich würde sagen, wir machen direkt mit Halloween weiter. Und zwar Forever and One. Ich mach's mal so, dass ich auf dem zweiten... Mon, dankeschön für 1000 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön, du Wahnsinniger. Haut hier voll raus, ey. Der prügelt da den Barren rum, ey. Das ist nicht mehr normal. Und danke für die 50 Likes. Ich mach ein bisschen leiser, damit ich nicht so schreien muss. Meine Stimme muss an den ganzen Abend reichen. So, danke für die Barren. Mon sagt auch Apfel. Dankeschön auf jeden Fall. Genau, meine Mods bedanken sich auch bitte ein bisschen immer mit. Falls mir was entgeht, auf jeden Fall vielen lieben Dank. So, und ich werde mal ein bisschen nach Creepypasta schauen. Unheimliche Geschichten oder irgend sowas. Kevin, danke schön, du Verrückter, Alter. Haut hier voll die 1000 Barren hinterher, Mann. Ihr Wahnsinnigen. Übertreibt's nicht so. Der Abend ist noch lang. Zumindest, wenn es nach mir geht. Ich hoffe, mein Internet packt es heute. Ich hoffe, dass mein Internet nicht wieder abfreckt. So. Oh, Melody ist ja auch da. Huch, habe ich gar nicht gesehen. Hier, kriegst du direkt den nächsten Mod. So. An meine Mods, heute ist übrigens das Ziel, wenn nachher noch ein paar andere da sind, genug Mods da sind, heute ist mein Ziel, den Low-Level-Chat auszumachen. Wenn ihr damit einverstanden seid, wäre super, weil dann könnten wir nämlich mal versuchen. Oh, wie war das? Wartet. Creepypasta, unheimliche Geschichten. So. Wenn ihr mit einverstanden seid, wäre es super, weil dann schauen wir auch, wenn wir das hinkriegen. So. Zwei unheimliche Legenden. Ich lese es mal kurz, ihr könnt übrigens die Musik hören. Ich schaue immer wieder mal rüber. So. Legende von Yuki Ona. Okay. Ey Kevin, du Wahnsinniger. Ohne Scheiß, du treibst jetzt so. Der Abend ist noch lang. Vielen Dank für deine Unterstützung. So. Kevin haut raus. Na, das ist der Hammer. So. Metal. Servus. Und herzliches Willkommen an Morris. So. Hey Drache. Kannst du... Was kannst du das Spiel Runehells of Valhalla? Das wäre das richtige Let's Play-Spiel für dich. Bin Odin. Was? Mit Odin und so. Ich hatte sowieso vor, mir heute einen Stift und Zettel zur Seite zu legen. Ich bin gleich wieder da.
Wie heißt das Spiel jetzt? Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Schau mir bei Gelegenheit mal an, kenne ich leider nicht. Nein. Wie ist der Ablauf heute geplant? Es gibt keinen Ablauf. Es gibt keinen Ablauf. Es läuft, wie es läuft. Ich werde jetzt dann... Ich mache jetzt ein wenig eine wuschelige Frisur. Nachher werde ich sie mir nochmal auswaschen, weil ich will mal anders machen. Und werde ein wenig mein Haargel reinhauen und werde jetzt dann ein bisschen so... nach hinten gehen und dann verschiedene Frisuren machen. Ich werde ein paar Schminksachen machen, wo ich mir das Gesicht schminke. Ich will mir eine Verletzung auf die Wange machen. Ja, das sieht er mir jetzt noch mal scheiße. Ich werde mir eine Wunde auf die Wange machen. Ich werde mir, werde es dann später irgendwann im Laufe des Streams nach ein paar Stunden abwaschen. Boah, das stinkt, ey. Und so weiter. Es gibt keinen richtigen Ding. Es werden Gäste geben. Kann theoretisch jeder zum Gast. Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein paar Leute ausgewählt zum Gast. Ansonsten habe ich genaue Pläne, was ich vorhab. Wir werden Creepypasta lesen. Haben wir schon welche ausgesucht, gerade eben noch im Stream, weil das habe ich vorher nicht geschafft. So. Das sind echt unglaublich, ey. Es kommen ansonsten können Gäste, sieht halbwegs anständig aus, soll halt ungewaschen aussehen. Schütze immer mit dir. Aha. Sag's dem Nebel. Jedenfalls geplant sind auf jeden Fall die Creepypasta, geplant sind Schminksachen, geplant sind Gäste, auf jeden Fall, klar. Aber weil ich halt nicht alles, nicht jeder als Gast nehmen kann, weil jeder sonst als Gast kommen wollen würde, haut nicht hin. Also ich habe ein paar Leute eingeladen, von denen ich mir denke, dass die gute Stimmung machen könnten, dass es geil kommen würde. Ansonsten ist natürlich jeder eingeladen, in dem Hashtag zu streamen, wer möchte. Jeder Gast seine Creepy-Story erzählen, das wär's mal. Ja, schauen wir mal, vielleicht irgendwann mal, aber heute jedenfalls nicht, weil heute habe ich, wie gesagt, einen gewissen Ablauf schon geplant. Also es gibt keinen richtigen Ablaufplan, es gibt Sachen, die ich machen will und ich möchte natürlich auch nicht 600 Jahre lang streamen, sondern ich habe auch irgendwann natürlich auch Lust auf mein Privatleben und deswegen will ich auch nicht zu lange machen. Ich habe mir das Minimumlimit von 3 gesetzt, wenn mein Internet das mitmacht. Wenn das Internet das mitmacht, habe ich mir ein Maximum-Level von 8, vielleicht 9 gesetzt. Wenn Jackie da ist, sagen wir mal 10, 12. weil mit Jackie immer mich so lange verquatsche.
Und ansonsten hat es, wie gesagt, jeder eingeladen. Jeder darf gerne in dem Hashtag Halloween Stream AG streamen. Ein bisschen Halloween-Sachen. Ich hoffe nur, dass ihr euch daran haltet, zumindest ein bisschen Halloween-Zeug zu machen, weil es ist schließlich der Halloween-Squad oder der Halloween-Stream AG. Genau. Ach so. Gut. Ich werde jetzt mal zwischendurch, das war jetzt Manowar, ich werde jetzt mal zwischendurch mal eine Creepypasta schmeißen. Ich habe sie nicht wirklich gelesen vorher, deswegen entschuldige ich mich, falls es nicht geil klingt, weil ich so ziemlich beschissen im Lesen bin, aber vielleicht kriegt ihr trotzdem ein bisschen Angst oder zumindest einen gewissen Eindruck davon. Jackie ist auch ein nice Dude, auf jeden Fall. Jackie ist einer von den geilsten. Voll nebelig bei dir, auf jeden Fall. Das ist ja bewusst so gemacht, das ist ja absichtlich so gehalten. So. Zwei unheimliche Legenden. Bist du auch hier draußen, um die Ruhe und Einsamkeit zu genießen? Ich leg das mal nach da vorne, es sieht besser aus, wenn ich Richtung Kamera schaue. Einsamkeit zu genießen. Zugegeben, ich bin ein wenig überrascht, dich hier zu sehen. In dieser Angelegenheit. Was? Dich hier an diesen abgelegenen Ort zu treffen. So rum. Ja. Es trifft sich jedoch recht gut. Denn langsam werde ich es müde, allein dem Atem der Welt zu lauschen. Heutzutage ist die Einsamkeit ein wahrer Segen geworden. Trotzdem kann sie nicht die Gesellschaft eines guten Freundes ersetzen. Oder? Nur dem Nachtwind, die Bäume und Sterne als Zuhörer zu haben, kann auf Dauer etwas unbefriedigend sein. Setz dich zu mir ans Feuer und lausche den Geschichten, die ich dir erzählen möchte. Boah, es gibt eine Stimme, Alter. Rücke doch etwas näher an die Flammen heran. Nur keine Scheu. Die heutige Nacht ist ausgesprochen kalt, findest du nicht? Ich sollte nicht mal vom Bild weglesen, sondern muss ich mal gucken, was ist. Ich habe eine Thermoskanne mit frisch aufgebrühten Früchtetee. Früchtetee wäre eine geile Idee gewesen. In meinem Rucksack. Glaube mir, den wirst du brauchen. Zucker? Nicht? Also gut. Gut. Ich glaube, jetzt hast du es dir ausreichend bequem gemacht. Und wir können anfangen. Ich hoffe, du magst Märchen. Wie? Du findest Märchen sind nur was für kleine Kinder? Glaub mir, diese hier nicht. Die zwei Legenden, die ich heute erzählen will, stammen aus einem weit, weit entfernten Land. Aus einem weit, weit entfernten Land. Und sind wahrscheinlich etwas düsterer und unheimlicher als das Märchen, die du damals als Kind gehört hast. Jedes Ding in dieser Erde hat eine helle und eine dunkle Seite. So auch die Welt der Mythen und Legenden. Jede Kultur hat ihre eigenen Dämonen, Schreckensgespenster, die nachts die Träume der Kinder und mancher auch, die schon erwachsen sind, heimsuchen.
Hier in Europa haben wir Werwölfe, Vampire und Hexen. Und viele andere Kreaturen, die unheimlich sind. Ich gehe davon aus, dass du sie zur Genüge kennst und dich als kleines Kind vor ihnen gefürchtet hast. Die Sage, die du gleich hören wirst, anders, trauriger und bösartig. Ich sehe, dass du etwas zitterst. Hier, nimm noch eine Decke. Die Nächte hier draußen sind kalt. Und meine erste Geschichte spielt tief, tief im Winter. Die Legende von der Yuki Ona. Entschuldigung. Es tut mir echt leid. Ich konnte nicht widerstehen. Die Gestalt der Yuko Ono. Vielen Dank fürs Abonnieren. Die Gestalt der Yuko Ono. Schneefrau. Taucht in vielen japanischen Märchen und Erzählungen auf. Das wusste ich sogar. Viele behaupten von sich, ihr begegnet zu sein. Viele fürchten sie. Dargestellt wird sie als wunderschöne Frau mit blassen, fast durchscheinender Haut und langem, glatten Haar. Moment, wo bin ich jetzt? Sie sieht sehr jung aus. Nicht älter als 20. Doch trotzdem wirkt der Ausdruck in ihren Augen so alt wie das Universum. Ihre Haare haben die Farbe des Schnees, in dem sie sich bewegt. In manchen Fällen werden sie auch als pechschwarz beschrieben. Ihre Körpergröße. Jetzt fehlen mir gleich die Füße ab. Warte mal kurz, ich muss mal kurz Schuhe anziehen. Tut mir echt leid, wenn ich das mal unterbreche. Ich hoffe, ich krieg's halb. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin, es zu lesen. Ein Mann, der einst in einer Hütte am Rande eines Bambushains lebte, soll sie während eines schweren Schneesturms zwischen den schwankenden Stämmen erblickt haben. Sie trug einen wehenden weißen Kimono und starrte mit hasserfüllten Augen in seine Richtung. Ihr Körper war der eines jungen Mädchens, doch er hatte eine lange und beinahe 3,30 Meter angeblich. Was? Hatte eine Länge. Ach so. Hatte eine Länge von beinahe 3,30 Meter. Ja, klar. Zenyu ist die japanische Bezeichnung offenbar. Angeblich wurde der Mann durch ihren Anblick wahnsinnig und beging schließlich verzweifelt Selbstmord. Die Yuka Ono wird im Schnee geboren und stirbt auch an ihm. Der Schnee alleine verschafft ihr unheimliche Kraft. Gibt es bestimmt ein Anime drüber.
Entschuldigung, ich mach die ganze Stimmung kaputt. Sie kann sich in einem Nebelwolke ohne feine Pulver... Was? Ohne feinen Pulverschnee verwandeln und auf der Stelle verschwinden. Sie schwebt über dem Boden und hinterlässt nur kleine, runde Vertiefungen im weichen Neuschnee. Denn sie besitzt keine Füße. Der einzige Makel an ihrem sonst perfekten Körper, ihr eisiger ihr eisiger Atemhauch bringt den Tod in Blick in ihre ihren schwarzen Augen, löst deinen Verstand auf. Ich weiß, ich kann nicht richtig gut lesen, es tut mir leid. Scheiß Legasthenie. Man sagt, sie würde Personen, die sich in einem Schneesturm verirren, mit einem wunderschönen Äußeren anlocken und an einem unaussprechlichen Ort entführen. Diese Menschen werden in der Regel nie wieder gesehen. Ach komm, ist ja nicht wahr, jetzt hab ich schon den Faden verloren. Wo bin ich denn jetzt? Wahrscheinlich lacht ihr euch eher einen Arsch über meine Lesekunst ab. Hä, wo bin ich denn jetzt? Hier. In vereinzelten Fällen wurden sie am nächsten Morgen mit verzerrten Gesichtern und blau gefärbten Lippen im Schnee wehen vor ihren Häusern aufgefunden. Tot. Manch einer behauptet, sie würde sich von den Seelen ihrer wehrlosen Opfer ernähren. Mit Vorliebe entführt sie kleine Kinder. Pädophil, das? Eine der Geschichten, die von der Schneefrau handeln, trugen sich wie folgt zu. Ich muss mal alles hinsetzen. So. Erst einmal kurz nachgefragt. Jetzt machen wir mal kurz, bevor wir die Legende weitererzählen. Wie hat es euch bisher gefallen? Ist es in Ordnung so oder soll ich lieber aufhören zu lesen? Ich meine, ich lese weiter, wenn ihr wollt, aber ich weiß, dass es nicht angenehm ist, mir zuzuhören. Schließlich muss ich mich jedes Mal selbst hören. Coole Stimme. Ja, die geht nur ganz schön auf den Hals. Ich muss auch ab und zu mal eine Pause machen, um was zu trinken tatsächlich dafür. Weiterlesen. Okay. Na gut. Ist spannend. Ja, die Yuka Ono. Ich glaube, es gibt sogar ein Anime tatsächlich mit der. Irgendwo habe ich da schon mal was mitgekriegt. Aber in Animes kriegt man sowieso viel japanische Kultur mit. Finde ich voll lustig. Und geil. Eine junge Mutter lebte mit ihren zwei Kindern. Sind wir jetzt bei Mama oder was? Lebte mit ihren zwei Kindern in einem kleinen Dorf am Fuße der Berge. Diese Region war der Ich bin echt zu bescheuert zum Lesen. In dieser Region war der Winter immer besonders lang und hart. Und die Menschen hatten oft mit heftigen Schneestürmen zu kämpfen. Und so kam es auch in diesem Jahr. Die Betonungen sind total Arsch, ey. Also wie ich sie betone, meine ich. Die Zeit
der langen einsamen Nächte brach an und mit ihnen kam der Schnee und die Kälte. Die junge Frau schickte ihre Tochter eines Tages in das benachbarte Dorf. Ne, warte mal kurz, ich weiß nicht, ob man das hört, aber gerade fährt ein ziemlich lautes Auto bei mir vor, oder ein Bulldog bei mir vorbei. Oder Trecker. Wie viele meisten immer sagen, ich mag das Wort Trecker nicht. So. Im Auftrag einige Besorgungen zu machen. Ihr kleiner Bruder sollte sie begleiten. Und obwohl er erst 4 Jahre alt war, ließ die Mutter ihn gehen. Denn sie vertraute auf die Reife ihrer ältesten Tochter. Die Kinder waren etwa eine Stunde unterwegs, als sich plötzlich und vollkommen unerwartet der Himmel verdunkelte und sich einer der gefürchteten Schneestürme zusammenbraute. Selbst zu dieser Jahreszeit war ein so plötzlicher Wetterumschwung ungewöhnlich. Die Elemente tobten und schon bald machte sich die Mutter schreckliche Sorgen. Denn sie wusste, dass die Kinder das andere Dorf noch nicht erreicht haben konnten. Sie waren immer noch da draußen und hatten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verlaufen. Ich wünschte, ich hätte jetzt so. Zum Elternhaus. Kurz mal scrollen. Ja. Krankvorsorge verließ die Mutter das Haus und machte sich auf die verzweifelte Suche nach ihren Kindern. Sie kämpfte sich mühsam durch den wirbelnden Schnee, blind und zitternd vor Kälte. Sie verlor jegliche Orientierung und wankte ängstlich durch die tiefen durch den tiefer werdenden Schnee. Sie rief ihren Namen immer und immer wieder, bis ihre Lippen taub und ihre Kehle wund war. Das ist meine übrigens auch gerade. Die Tränen auf ihren Wangen gefroren zu klirrenden Perlen aus Eis und fielen in den glitzernden weißen Schnee zu ihren Füßen. Noch Stunden hatte sie noch immer. Es kackt meine Stimme ab. Entschuldigung. Nach Stunden. Ich muss das da. Ich glaube, ich mache nach der ersten Legende erstmal ein bisschen Pause, weil es geht mir zu sehr auf die Stimme gerade. Oder ich lese normal weiter. Nach Stunden hatte sie noch immer keine Spur von den vermissten Kindern gefunden und verlor langsam, aber sicher die Hoffnung, sie jemals wieder in die Arme schließen zu können. Plötzlich erblickte ihre geröteten Augen einen Umriss im weißen, konturlosen Schnee. Eigentlich steht da Masse, aber wieder ein bisschen scrollen. Hey, ich sagte scrollen. Sie rief um Hilfe. Was? Ja, doch. Sie rief um Hilfe und kämpfte sich erschöpft
auf die Gestalt zu. Die Person hatte ihr den Rücken zugewandt. Doch an dem langen, schwarzen Haar und den zierlichen Körperbau erkannte sie, dass es sich bei ihr um eine Frau handeln musste. Der weiße Kimono wehte im Wind und hob sich kaum vor den von der Umgebung ab. Die Frau drehte sich gemächlich um. Gemächlich und in einem fließenden Bewegung um. Sie starrte zu Boden, so dass die junge Frau ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Die Haare bewegten sich seltsam um ihren Kopf, langsam und elegant, beinahe wie unter Wasser. Boah, fuck, jetzt wird's echt unheimlich. Die Mutter, der das eigene Haar vom unbarmherzigen Wind ins Gesicht geweht wurde, achtete jedoch nicht darauf. Sie hatte nur Augen für das in Tüchern gewickelte Bündel im Arm der Fremden. Die Frau wiegte es liebevoll hin und her, hin und her und schien ihm ein beruhigendes Lied vorzusingen. Die Worte gingen jedoch im Tosen des Sturms unter. Im Glauben, es handle sich bei dem Bündel um ihren kleinen Sohn, stürzte die Frau auf die fremde Frau zu und riss es ihr aus den Armen. Als sie die Laken zurückschlug, erkannte sie, dass sich darunter ein harter, kalter Klumpen Eis befand. Sie hob den Kopf und blickte in das Gesicht der Frau. Es war so bewegungslos und kalt wie der Eisbrocken in ihrem Schoß. Die Mutter öffnete den Mund, fragend, verzweifelt. Doch es war bereits zu spät. Sie hatte das Eis berührt. Ihr tauber Körper wurde von brennendem Schmerz erfüllt und gefror. Das Blut wurde dick und träge, als sich immer mehr Eiskristalle darin bildeten. Und ihr Herz hörte erst auf zu schlagen, als es gänzlich von einer dicken Eisschicht überzogen war. Das Letzte, was sie sah, bevor sie ihre Augen für immer schloss, war das wehende Haar der Yuki Onna im abflauenden Schneesturm. Am nächsten Morgen fanden die Dorfbewohner ihren toten, steif gefrorenen Körper, halb begraben vom frischen Schnee. Außerdem fanden sie kleine, runde Kuhlen, die sich sacht
in den weichen Schnee drückten und in regelmäßigen Abständen von der Leiche wegführten. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Sie wandten. Sei gewarnt, solltest du eines Tages alleine im Schnee, im verlorenen Wald oder auf offenem Feld unterwegs sein. Alter, jetzt wird meine Stimme richtig geil gerade. Unterwegs sein. Und solche Abdrücke finden. Lauf. Das war meine erste Geschichte. Hat sie dir gefallen? Was? Du fandest sie nicht besonders unheimlich? Ach, die Jungen von heute. Zumindest dürfte dir jetzt ziemlich klar geworden sein. Es gibt mir da kalt geworden sein. Gib mir deinen Becher. Ich gieße noch etwas Tee nach. So, ich hoffe, dir wird gleich wieder etwas wärmer, denn die nächste Geschichte hat es ganz schön in sich. Selbst dir, abgehärteten Jungspund, dürfte sie zumindest einen kalten Schauder über den Rücken jagen. Sie ist kürzer wie die Legende der Schneefrau, aber weitaus grausamer. Der Wald ist in den letzten paar Minuten etwas düsterer geworden. Die Sterne sind hinter faserigen Wolken verschwunden. Nun ja, selbst die finsterste Nacht kann von dem Lächeln einer schönen Frau aufgehellt werden. Was? Du stimmst mir zu? Nun, nach der folgenden Erzählung wirst du vielleicht anders darüber denken. So, das war erst einmal, Alter, meine Stimme. Das war erst mal die erste Legende. Die andere machen wir dann auch noch. Alter, Falter, meine Stimme, ey. Das tut weh. Aber ich finde, gegen Ende ist meine Stimme noch richtig geil geworden. Hat mir dann selber noch ein bisschen gefallen. So, und ich habe auch gegen Ende das Gefühl gehabt, dass ich mich besser auf die Geschichte konzentrieren konnte. So, kannst du dir schnell ein Creepypasta ausdenken für uns? Ich kann versuchen, ich würde gerne noch die Legende von Kugisake Ona erzählen. Danach würde ich mir eventuell eine ausdenken. Aber zuerst spielen wir mal nochmal Halloween. Ich brauche ein paar Sekunden auf jeden Fall erstmal Ruhe. Ich sage euch aber, wenn ich mir eine Creepypasta selber ausdenken würde, oder werde, dann müsst ihr damit rechnen, dass es stockender läuft als beim Lesen. Weil ich muss jetzt erst mir selber überlegen und dann sagen, was ich denke. So, Tiffy hat 500 Banner rausgehauen, vielen Dank. Und danke für alles, was ihr eventuell rausgehauen habt. Ich habe vielleicht nicht alles mitgekriegt. So, ich hoffe, meine Mods haben da immer schön Danke gesagt. So, Shinichi ist auch da. Shinichi, willst du mal kurz was schreiben? Dann mache ich dich auch schnell zum Mod, wenn du Lust hast. Gerne. Ja, ich habe es auch vorhin schon den anderen gesagt, ich sag's dir auch nochmal. Ich habe heute das Ziel, wenn wir genug Mods zusammenbekommen, so 10 Mods oder was, mal schauen. Dann würde ich gerne den Low Level heute ausmachen und schauen, dass wir so viele Leute wie möglich mitnehmen können. Richtig super war das. Komm her, eine
Klopfer und D1 Schulter. Was? Auf die Schulter wahrscheinlich. Oder auf deine Schulter wahrscheinlich. Danke, Marco, für die 500 Barren. Du Wahnsinniger, haut hier voll raus. Dankeschön. So. Haben wir schon irgendeinen Junauer, der, also einen anderen Partner, der Lust hat, mit zu streamen? So. So, oh Gott, 10643953160542 1, was? 250009, Dankeschön für 500 Barren! Wünsche mir Era von Divano. Ja, eigentlich wollte ich nach dem Lied weitermachen, ne? Mit den Creepypastas. Kevin, dankeschön für... Alter, du Wahnsinniger, jetzt hast du wieder 1000 raus, du Verrückter. Dankeschön, Kevin. Eine 0 zu viel und eine 4 vergessen. Entschuldigung. Glaube ich aber eigentlich nicht. Aber gut, wenn du das sagst, wird schon stimmen. Dankeschön für die 50 Likes. Ach Mann. Ich hoffe, es war nicht ganz so grausam, es zuzuhören. So, Odyssey. Dankeschön. War gut. Hab mich auch angestrengt. Nur für euch. Wisst ihr was, jetzt brauche ich doch mal schnell eine. Reicht das für die Zeit noch? Ja, könnt ihr reichen. Das Unperfekte ist perfekt. War echt gut, besonders auch deine Stimme. Naja, die Stimme kriege ich hin, das ist nicht das Problem. Das flüssige Lesen ist dann was anderes. Ich meine, ich kann auch so lesen, wenn das Liebe ist. Aber ich glaube, das sollte ich vielleicht dann doch lieber für andere Zeiten aufheben, oder? Was denkt ihr? Ja, ja, ich kann es auch so machen. Aber so zu lesen ist irgendwie auch immer merkwürdig. Vor allem die komische Mundbewegung macht irgendwie den ganzen Kohl fett. Ziege. Das kann ich so. Ja, ich kann noch richtig verreden und auch ganz unerschwingen. Ja, mach ich halt die Böde machen. Naja, mit der Stimme kann ich ein bisschen umgehen. Zwar nicht so gut, wie ich gerne würde, aber ein bisschen. Bestes! Bestens! Cool! Volles Lachen. LOL! Das hat man gemerkt. Auch, dass du generell schon viel besser liest als von einigen Monaten oder Jahren noch. Sehr gut. Ey, ihr hättet damals mein erstes Let's Play sehen sollen. Mein allererstes Let's Play. Wo ich mich kaum mit Lesen und so weiter auseinandergesetzt habe und vor allem laut lesen. Seit ich meine Let's Plays mache, bin ich mit dem Lautlesen viel besser geworden. In meinem Kopf lese ich, in der Zeit, wo ich das gelesen habe, habe ich das mindestens zweimal gelesen, in meinem Kopf. Aber in meinem Kopf bin ich auch mit dem Lesen viel schneller und komme nicht so viel ins Stocken. Wenn ich aber laut lese, höre ich ja meine eigene Stimme und dann höre ich auch ein bisschen auf das, was ich sage, während ich lese. Das ist ein Fehler, das darf ich nicht machen. Gegen Ende wurde es dann auch besser, hat man ja gemerkt. Und seit ich Let's Plays mache, oder bei Let's Plays so viel vorgelesen habe immer, wurde mein Lesen mit Mal zu Mal besser. Das ist einfach Übungssache. So, also für alle, die noch in der Schule sind, muss ich mal dahin zeigen, weil da ist die Kamera heute nicht.
falls ihr noch in der Schule sind, wenn ihr Probleme lesen habt, setzt euch hin, packt euch irgendein Buch oder einen Comic oder einen Manga oder irgendwas, was euch Spaß macht und lest es. Lest bis zur Vergasung. Irgendwann könnt ihr es. Das ist reine Übungssache. Auch als Legastheniker kann man es lernen. So, war echt gruselig. Ja, die Schneefrau ist unheimlich. Yuka Onna, ja. Da erinnere ich mich noch dran. Das habe ich früher... einmal ein Anime irgendwann gesehen. Da ging es auch um die Yuka Onna. Da ging es aber generell auch um diese ganzen... ich weiß gar nicht. Die Japaner haben ja unglaublich viele Dämonen und unglaublich viele Götter und göttliche Wesen und... sowas ähnliches wie Gnome haben die ja, die dann auch noch Zauberkräfte haben, Fuchsgeister, Wolfsgeister, Dämonengeister und so weiter. Also richtig heftig. Dankeschön für 50 Barren, vielen Dank für deine Unterstützung. Echt ein langer Song, ne? 8 Minuten 51. Aber für Metal eigentlich ganz normal. So geiler Song. Aber Halloween ist auch eine geile Band. Kann man sagen, was man will. Halloween ist eine geile Band. So, bis jetzt scheint es so, was ich gemacht habe, gestern Abend zu funktionieren mit dem Internet. Weil bist du eine Stunde online, wa? What the hell? Okay. Pass auf, dann machen wir jetzt ganz einfach. Ich lese jetzt noch die letzte Geschichte vor. In der Zwischenzeit packe ich mir in den Kopf schon mal, also denke ich mir im Kopf schon mal ein bisschen die andere Geschichte aus. Wenn ich dann soweit bin mit der Geschichte, hören wir noch zwei, drei Lieder von Halloween. Also von der Band Halloween. Musikwünsche mache ich erstmal gegen Ende des Streams, denke ich, oder erst später im Stream. Auf jeden Fall nicht jetzt in der nächsten Zeit. Ich spiele erstmal ein paar Sachen von Halloween noch. Danke für die ganzen Likes. Alter, danke, Tascha. Haut hier voll raus. Okay, passt auf. Wir machen jetzt ganz einfach. Ich lese jetzt noch die andere Geschichte, der Creepypasta. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich so weit unten sitze und immer das Teil meines Gesichts ein bisschen verdeckt. Aber ich will so sitzen, weil ihr habt dann oben schön das Bild auch so von dem Totenkopfballon und die Spinnennetze im Hintergrund und oben natürlich die Girlande. So. Das da muss ich mir noch überlegen, wo ich das hinhänge. Das würde ich gerne hinter mir irgendwo hinhängen, da kann ich da immer ein bisschen was draufschreiben, wenn ich streame. So, danke Tascha, du Verrückte. Ja, ist das alles selbst ausgedacht? Nein, das sind Creepypasta aus Fandom. Also gibt ja eine Website, die heißt Fandom. Gib einfach auf Google Creepypasta ein. Ich kann euch aber den Link auch mal posten, passt mal auf. Ich poste euch den Link mal und bitte bitte schickt ihr keine Links in den Stream. Ich schicke euch den jetzt nur, weil ihr danach gefragt habt. Aber bitte keine Links in den Stream posten. Ich sag's nur nochmal dazu. So, also, die Geschichte. Ja, also passt auf. Ich lese jetzt die Geschichte. Ich rauche jetzt noch kurz die Kippe aus. Ich lese jetzt die Geschichte, die noch da ist. Also die zweite Legende. Wir sind jetzt in der Legende der Kushika. Nee. Kushika. Kushaki. Kuisake. Entschuldigung. Kuisake Onna sind wir jetzt. Gehört vermutlich auch zu der Familie der Onna. Onna ist übrigens eine Dämonenrasse oder eine Geisterrasse in Japan, glaube ich. Wenn ich das richtig informiert bin. Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich lese die Geschichte noch. Denkt mir auch zwischenzeitlich noch meine eigene aus. Nach der Geschichte werden wir noch ein bisschen Musik hören, ein bisschen Halloween, vielleicht auch noch ein bisschen Manowar und oder halt generell oder vielleicht auch ein bisschen Nightmare. Vielleicht hören wir auch ein bisschen Nightmare noch nebenbei. Und ich werde mich dann ein bisschen schminken und werde dann meine eigene Geschichte erzählen und dann schauen wir mal, wie wir bis dahin weitergehen. Dann dürfte auch anderthalb Stunden vorbei sein, denke ich, bis dahin. So, ich bin schon wieder auf dem anderen Bildschirm und ich setze mich mal anders hin. Oh, mein Tablet. So.
Ein bisschen runterscrollen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die Legende der Kuisake Onna. Wir befinden uns immer noch in Japan. In diesem Land scheinen die unheimlichen Mythen und Sagen wirklich sehr zahlreich zu sein. Das stimmt. Und viele handeln von dämonischen Frauenfiguren, ähnlich der Yuka Onna. Die Kuisake Onna, Frau mit zierlichem Mund, ist jedoch kaum mit der Schneefrau zu vergleichen. Ihre Erscheinungsform ist sehr viel beängstigender und ihre Taten übertreffen die der Yuki Onna an Grausamkeit. Auch sie wird als unbeschreiblich schön dargestellt. Mit makelloser Haut, großen Augen und glänzendem schwarzen Haar. Ihr Körper und die obere Hälfte ihres Gesichts gleichen dem eines Engels. Engel? Ernst, Alter? Er vergleicht eine japanische Figur mit einem Engel? Entschuldigt. Zur Erklärung, Engel ist christlich. Und japanisch ist Buddhismus eigentlich. Oder geht zumindest so in verschiedene Richtungen. Die untere Gesichtshälfte jedoch ist schrecklich entstellt. Der Legende zufolge leben gegen Ende der Edo-Zeit also japanische Zeitrechnung heißt so, ein wohlhabender Samurai, dessen wertvollster Besitz seine wunderschöne Edo war. Er wurde von allen Männern der Umgebung beneidet. Und oft kam es wegen dieser Frau zu blutigen Duellen zwischen dem Samurai und liebeskranken Nebenbuhlern. Eine Krankheit fing an seinem Verstand zu nagen. Und seine bedingungslose Liebe verwandelte sich im Lauf der Zeit in einen Fanatismus, der an Wahnsinn grenzte. Er konnte die Gedanken nicht ertragen. An andere könnte sie besetzen. Und wurde immer eifersüchtiger. Eines Tages beschuldigte er sie in seinem Wahn der Untreue und wurde rasend vor Zorn. Er griff nach seinem Katana. Und zerschnitt ihr den Mundwinkel. So, dass der künstlerisches Grinsen von einem Ohr zum anderen ging. Während ihr dies tat, soll er ihr
soll er ihr, wer wird dich jedoch noch schön finden? In das einst entstellte Gesicht gebrüllt haben. Die Frau erlag noch am selben Tag den Verletzungen und starb. Entschuldigung. Seit diesem Augenblick soll ihr ruheloser Geist unsere Welt heimsuchen, auf der endlosen Suche nach Vergeltung. Sie bewegt sich unter den Menschen, als sei sie eine von uns. Ihrem zerschnittenen Mund steckt sie versteckt sie hinter einem weißen Mundschutz. Maske. Ihr Gesicht ist traurig, aber trotzdem wunderschön. Und unaufhörlich rinnen Tränen aus ihren großen, dunklen Augen. Sie lauert an einem Ort auf ein Opfer und stellt ihnen immer wieder dieselbe Frage: Findest du mich schön? Natürlich antworten die meisten Männer mit ja. Sollte dies der Fall sein, reißt die Kushika Ona den Mundschutz von ihrem Gesicht und zeigt dem Opfer ihren gruselig verbreiterten Mund. Viele können den Anblick nicht ertragen oder sind zutiefst erschüttert und angewidert. Die Frau starrt sie nur an, nun mit brennendem Blick an und fragt: Jetzt immer noch? Schafft es das Opfer, bei Fassung zu bleiben? Und antwortet mit ja, lässt das Gesicht von ihm ab und verschwindet. Sollte jedoch mit Nein geantwortet werden oder die Flucht ergriffen sein, wird es auf grausame Art und Weise bestraft. Handelt es sich bei einem Opfer um einen Mann, reißt die Kashika Ona in ein scharfes Messer aus ihrer Tasche, zerfetzt sein Gesicht Entschuldigung. Ist das Opfer eine Frau, wird es von ihr mit demselben Fluch belegt, in eine Kushiki Ona verwandelt und gezwungen, den Rest seines Lebens untot. Wie kann man den Rest seines Lebens untot sein? Durch die Straßen zu wandeln und nach weiteren Opfern zu suchen. Kinder trifft es besonders grausam. Sie werden von der Frau aufgeschlitzt und an einem unbekannten Ort verschleppt, wo sie langsam und äußerst qualvoll
von ihrem Tod vor ihrem Tod gefoltert werden. Ein Lächeln kann tödlich sein. Du siehst etwas blass aus. Das war meine letzte Geschichte für heute. Wie ich sehe, musst du dich bald auf den Heimweg machen. Hinter den Bäumen sind bereits die ersten Strahlen der Morgensonne zu erkennen. Nach jeder Nacht folgt auch ein Tag. Stimmt's? Ich hoffe, die beiden Legenden haben dir gefallen. Vielleicht treffen wir einst erneut aufeinander. Und ich kann dir ein paar weitere erzählen. Hier, du kannst den restlichen Tee gerne mitnehmen. Auf Wiedersehen. Oh, bevor du gehst. In jeder alten Legende steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Wie man so schön sagt. Nimm diesen alten Spruch bitte ernst. Das ist alles, was ich dir noch sagen wollte. Wenn du jetzt nach Hause gehst, sieh nicht nach hinten. Man kann ja nie wissen. So, das war die zweite Geschichte. Ach, übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, derjenige, der die Geschichte erzählt hat, das ist, glaube ich, sogar auch nochmal eine eigene Legende in Japan. Es gibt einen Geschichtenerzähler. Der Erzähler nimmt immer zwei Geschichten, bietet einem Tee und einige Sachen halt an. Und wenn man ihm die Geschichten zuhört, passiert einem nichts, solange man sich nicht umdreht, wenn man auf dem Heimweg ist. Wenn man sich nochmal zu ihm umdreht, es ist vorbei. Da gibt es aber eine genauere Legende noch. Also richtig krass. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes, Leute. Ihr seid die Besten. Ihr haut voll rein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten. So. So. Na gut. Also, richtig geile Geschichte, finde ich. Also mir persönlich macht sowas immer richtig Spaß. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich fand die Geschichten fast ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Na, willst du wohl? Ich fand sie fast ein bisschen langweilig tatsächlich. Die waren mir fast ein bisschen zu... Ich hätte sie noch ein bisschen lustiger gefunden. Na gut. Belassen wir es mal dabei. Nein, nicht langweilig. Langweilig nicht, aber nicht unheimlich, finde ich. Ja, mein Gut, es war eine kranke Geschichte und so an sich. Die Legende und so. Aber wirklich unheimlich fand ich sie jetzt eigentlich nicht. Wobei, vielleicht liegt es auch daran, dass ich gelesen habe. Ich weiß es nicht. So, noch ein Lied, noch eine Kippe und danach machen wir uns mal ans Schminken. War gut, Rainer. Dankeschön. Ja, war eine geile Geschichte schon an sich. Zwei geile Geschichten. Wieso läuft jetzt Manowar? Ich hatte doch Halloween angemacht. So. Das stimmt. Unheimlich geht schon. Liegt aber auch an der Uhrzeit. Ist ja noch hell und früh am Tag. Das ist richtig, aber daran kann ich leider nichts ändern.
Ich meine, ich kann den Stream beenden und sagen, okay, wir streamen das in 2 Stunden weiter. Das kann ich machen. Aber das wird wahrscheinlich auch keiner wollen. Stimmt, Apfel. Wenn es jetzt dunkel wäre, würde natürlich noch unheimlich rüberkommen. Auf jeden Fall. Schreiben wir eben eine Geschichte nebenher ein bisschen. So. Gar nicht so einfach, sich die Geschichte jetzt schnell aus den Fingern zu saugen.
es mal so, dann sehe ich wenigstens, was ihr schreibt. Entschuldigt mal. Bei Halloween muss aber nicht an die Tür singen, oder? Was, an der Tür singt man an Halloween? Das macht man an Neujahr eigentlich. Zumindest bei uns. Alter, ich hab schon Schiss beim Schreiben. Mann, ey, es nervt. Hi, Servus Hagen. Manchmal nervt es richtig hart, ey. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder war, ey.
ist alles wieder gut. Ja, hoffentlich bleibt das so. Ich glaube da noch nicht dran. Kann ich auch Leute, die schon wieder gesehen haben. Was ist das denn schon wieder, Alter? Das ist doch nicht normal. Ich gedacht, nachdem das abgemacht hat, funktioniert das jetzt Ruhe. Nein. Halt, jetzt muss ich alles wieder stoppen, weil jetzt wieder alles hochfahren will. Tut mir bitte den Gefallen und sagt sowas wie wieder besser, weil meistens ist es genau dann der Punkt, wo es wieder abkackt. Mit dem Tab auf YouTube hat das nichts zu tun. Habe ich alles schon ausprobiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Moin, Servus. No winter. Guys and Girls? Müsste man jetzt eigentlich Boys and Girls sagen? Heißt Guys halt einfach nur Leute? Wie geht's dir heute überhaupt? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe dir auch, Melodie. Ich hoffe, es geht mindestens bis 15 Uhr jetzt noch gut, ey. So, wir lassen jetzt das Lied laufen, dann werde ich ein bisschen Schminkzeug machen.
und bisschen an der Geschichte habe ich jetzt geschrieben und später am Abend oder später im Stream werde ich dann noch die Geschichte vorlesen, die ich jetzt geschrieben habe. Das ist zwar jetzt noch nicht fertig, aber vielleicht schreibe ich nachher einfach noch ein bisschen was dran. Schminke, yeah! Melody geht ab. Das mit dem Haarspray hat mir wirklich geholfen, ne? Ja gut, ich habe so fette Haare, da reicht ein bisschen Haarspray, was ich benutzt habe, nicht. Darf Bob TV Gast? Bob TV darf Gast, wenn er kommt. Ja, das weiß er, aber Bob TV habe ich eingeladen. Weißt du schon, wann der erste Gast kommt, die du eingeladen hast? Ich weiß nicht, ob überhaupt außer Jackie überhaupt jemand kommt. So, Dairy of Dreams, Dankeschön. Scheiß Internet. Ja, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann die ersten Gäste eintrudeln, ob überhaupt einer kommt, außer Jackie. Jackie wird auf jeden Fall kommen, denke ich. Aber außer ihm weiß ich nicht, ob überhaupt jemand kommt. Never be the same. Klaus K., danke schön für die 50 Likes. So, ist so ein geile Band. Dairy of Dream, ja, keine Ahnung. Leider kenne ich nicht alles auf der Welt. So. Iron Savior Heaven. Nee, Heavy Metal Never Dies. Auch eine geile Band. So, dann machen wir uns mal ans Schminkikowski. So. Ich hoffe jetzt mal, ich schaue jetzt mal, ob ich es mit dem Arsbell doch noch ein wenig hinkriege. Ich will eine flüssige Frisur machen eigentlich, so eine richtige Hochding-Frisur, so richtig blöd, aber das funktioniert leider nicht. Ja, es sieht ungewaschen aus, so richtig, als wäre ich ewig in der Dingsen. Als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen ungefähr. Oh, jetzt wird's besser. Melle! Schön! Oh, jetzt wird es besser.
So. Hoffentlich funktioniert es jetzt besser. Ich habe mir jetzt mal die Sachen schon mal so weit zurechtgelegt. Wenn ich schon allein da bin, dann mache ich es auch gleich so. Und dann schauen wir mal gleich, wobei das jetzt noch hinführt. Der Stream stürzt ständig ab, weil irgendeine Scheiße bei mir nicht richtig funktioniert oder irgendein anderer Müll da die ganze Zeit reinmischt. Eigentlich gibt es keinen logischen Grund dafür, dass er abbricht. Ich habe nichts an, was Internet zieht, ich habe nichts an, was Internet verbraucht aus dem Stream. Und normalerweise funktioniert das. Kein Schwein versteht das. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe auch schon mit mehreren Kumpels danach geschaut, immer wieder mal, auch jetzt vor kurzem, erst wieder gestern. Nach dem Stream dann, oder besser gesagt, heute früh wollten wir es eigentlich machen, haben wir aber nochmal geschafft. Aber auch die letzten Tage immer wieder mal, und es ist, keiner weiß, was es wirklich ist. Ich habe auch selber keine Ahnung. Gut, ich kenne mich damit natürlich auch nur sehr wenig aus, tatsächlich. Aber das ist trotzdem richtig beschissen. Ich weiß absolut nicht, was das ist. Und das kann mir auch eigentlich keiner erklären, merkwürdigerweise. So. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall hier ein paar meiner Schminksachen, Schminkutensilien, wie auch immer, hingestellt. Und, das ist falsch schon. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen schminken, ein bisschen so für Halloween, so ein bisschen so wegen einem unheimlicheren Stil auch. Dafür habe ich verschiedene Sachen hier. Unter anderem so ein Billig-Schminkteil aus dem Laden. Da ist schwarz dabei, lila ist dabei, rot und blau, außerdem weiß. Dann habe ich natürlich noch mein normales Weiß, wofür ich das Wasser brauche. Ich habe das mittlerweile aber auch auf Ölbasis. Ich habe das Ganze in schwarz und auch in rot da. Dann habe ich noch so einen kleinen Schminkding hier. Das ist ein wenig besser als der andere. Ist allerdings einer mit so Stiften und dann weiß und rosa. Oder so rum, weiß und rosa. Und das noch so Schminkteil dazu. Ich habe zwei verschiedene Arten von Pinseln. Ich habe einen, wobei ich noch nicht genau weiß, wofür ich den benutzen will. Vielleicht schenke ich ihn auch einfach meiner Freundin, wenn ich ihn gar nicht brauche. Sowas für die Augen, also für die Augenwimpern. Dann habe ich einen Kajalstift. Den will ich dann benutzen, um mir hier übrigens so an den Augen übrigens so Tränen oder so zu malen. Dann habe ich blaue Farbe noch da. Wobei ich nicht weiß, ob wir die heute benutzen. Die brauche ich eigentlich für ein Video. Das sind eigentlich alles so meine Videoschminksachen. Ein schwarzer Lippenstift. Ein schwarzer Nagellack. Und das hier ist was ganz Besonderes. Für die Leute, die meinen Stream in der letzten Zeit öfter aufgepasst haben, wissen. Das hier ist eine... Hier ist ein Wundschopf, kann ich mir eine Verletzung an den Wangen oder so machen. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher und noch nicht ganz im Klaren, wo wir jetzt überhaupt anfangen. Die Lippen würde ich am Schluss machen, also Lippenstift auch am Schluss machen, mit dem Kajalstift und so. Erst einmal würde ich eine Grundfarbe auswählen. Grundfarbe würde ich weiß oder schwarz wählen. Man könnte natürlich schwarz nehmen und komplett mit weiß irgendwas oder mit weiß was reinmalen. Man könnte weiß nehmen mit schwarz was reinmalen. Rot, blau und so weiter. Wir brauchen Rot, wenn wir vielleicht später die Verletzung an der Wange nehmen. Noch zusätzlich zum zusätzlichen Rotton. Da bin ich wieder. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt und jetzt kackt schon wieder das Internet ab, oder? Ich will doch nur beschissene 3 Stunden nehmen, das ist echt zu viel verlangt. Ich habe keine grüne Farbe da, nein. Das gibt doch keinen Grund dafür, warum das so abspinnt, ey.
So. Also ich würde, wie gesagt, schwarz und weiß benutzen, vor allem für die Schminke. Geht's jetzt wieder? Ich würde vor allem weiß und schwarz benutzen für die Schminke, weil für Halloween ist das halt, sind das so diese gängigen Farben. Muss man halt ausprobieren. Blau, lila und rot habe ich auch noch da, wie gesagt, würde ich aber eigentlich, glaube ich, gar nicht benutzen. Standbildton geht aber, ja, dann machen wir erstmal mit Standbild weiter. Ich habe eh noch nicht angefangen, mich zu schminken. Sollte dann schon wieder gehen, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall, was denkt denn ihr? Wie soll ich anfangen? Soll ich erst mir mal die Verletzung schminken? Dann würde ich mir aber erst einmal nur die Verletzung schminken und dann erst einmal die nächste Stunde oder was nur mit der Verletzung da sein. Oder soll ich mich mal gleich direkt komplett schminken über das ganze Gesicht und die Verletzung später machen? Was ist denn eure Meinung? Ist noch jemand da? Was ist das denn mit meinem Internet, Alter? Irgendwann finde ich den Wichser und dann mache ich sowas von fertig, der kann sein Leben lang nur noch aus einem Strohhalm saufen. Ja, bin noch da. Ja, schon, aber ihr wart gerade schon wieder alle weg. Verletzung ist gut. Also du meinst, ich soll mit der Verletzung anfangen, Apfel? Didos, dichter wäre. Das ist kein Didos im eigentlichen Sinne, das ist das Problem. Ein Didos könnte man messen und könnte die Person dann auffinden oder zumindest versuchen, das zu verhindern für die Zukunft, indem man eben seine IP schützt. Aber meine IP kennt niemand und selbst wenn, würde ein Didos anders aussehen als das, was hier abgeht. Beim Didos würde mein gesamter Upload und Download hochgehen und es tut er nicht. Ton geht, das Bild kommt bestimmt gleich wieder. Das Bild kommt mit Sicherheit gleich wieder. Auf jeden Fall ist es mega nervig. Ja, bin dafür, sagt Apfel gerade. Mach einfach weiter, wir hören dich und müssen eh nicht unbedingt sehen beim Schminken. Ja, beim Schminken solltet ihr eigentlich schon sehen. Wenn ich nur da sitze und Musik höre und mit euch rede, braucht ihr nicht unbedingt was sehen. Da beschwert ihr euch komischerweise immer. Bild ist da. Bild geht wieder. So. Merle, ich weiß nicht, ob man es vorhin gehört hat. Vielen Dank fürs Abonnieren nochmal. So, jetzt sind Bilder wieder da. Bild und Ton. Also, wie gesagt, Leute, sagt mir bitte mal, soll ich erst mit einer Wunde anfangen? Wie gesagt, ich würde es so machen, wenn die Verletzung da ist, also wenn ich sie geschminkt habe, würde ich erst einmal sonst nichts weiter machen, außer vielleicht schwarzen Lippenstift oder so. Meine Augen, ich würde vielleicht an den Augen noch ein bisschen was mit dem Kajalstift versuchen, wobei ich damit keine Ahnung habe. Oder soll ich lieber erst einmal das gesamte Gesicht schminken? Man sagt natürlich auch immer oft, weniger ist mehr. Wunde wäre cool. Ja, yes. Jetzt sind wir, das haben wir schon. Aber kommt dann mal am Ende bis sie an die Kamera. Ja. Ich würde eh diese Wange nehmen, weil ich eh die meiste Zeit so sitze und sehe die Verletzung eh besser. So. Also ich würde es halt das so machen, ich würde hier die Wange schminken. Die würde ich dann so schminken, dass sie auch irgendwie so Hautfetzen weghängen. Dann seht ihr auch mal, wie das geht. Wobei ich natürlich absolut kein Könner bin. Würde ich das dann hier so an der Wange machen. Und dann würde ich vielleicht hier oben oder so an der Stirn und vielleicht auch so an der Nase noch so ein Stückchen machen. Oder ein bisschen aussieht, als hätte ich halt irgendwie so richtig, als hätte ich mein Gesicht in ein Waffeleisen gedrückt, irgendwie so.
Obwohl natürlich dann die Muster nicht stimmen, aber das ist ein guter Anfang eigentlich. Gut, dann machen wir, dann fangen wir mit einer Verletzung an. Dann brauche ich den Pinsel hier erstmal nicht, weil der Pinsel ist mir dafür zu schade. So. Okay. Nimm ich dafür Watte? Wahrscheinlich ist Watte dafür gar nicht mal so geeignet. So. Wahrscheinlich eigentlich in den Ding, in den Spiegel. Spinnt schon wieder rum. Ich bin jetzt nämlich gerade auf meine Wunde konzentriert gewesen.
Ob es keinen Sinn macht oder nicht, das entscheide ich und nicht du. Wenn du nicht zuschauen möchtest, hält dich keiner auf. Ja, Standbild aber tun geht. Ja, dann wird es auch, hoffe ich, gleich weitergehen. Sollte mit dem Wunsch auf das erste reichen. So. Ich habe jetzt da ein bisschen mehr Flüssigkeit drauf gegeben mit dem Pinsel, damit da so richtig eine Dinge runterläuft und es möglichst blutig aussieht. Geht das bitte wieder? Nein, nee. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Eigentlich wollte ich euch genau deshalb zeigen, piss dich. Kein Mensch zwingt dich hier zuzuschauen. Ich bin auch an die technischen Möglichkeiten, die ich hier habe, gebunden. Ich habe den Router schon 3-mal neu gestartet. So.
Weißt du, du möchtest gern Pumper, ne? Such dir doch selber ein Hobby, anstatt meine ganzen Zuschauer hier zu beleidigen. Davon sind vielleicht 50 Leute, die dir nur am Arsch lecken, so wie du, und hier einen auf den Zeiger gehen und jetzt hau ab. Alter, ohne Scheiße, was geht mir auf die Nerven, ey. Wenn du jetzt hier einfach meine Zuschauer anpöbelst, ey, das packe ich überhaupt nicht, so einen Scheißdreck. Ja, es sind Idioten darunter, aber wenn die nur ein Standbild anglotzen, dann ist es immer noch ihre Sache und nicht deine. So. Sieht man jetzt wieder ein Bild? Ich hoffe doch. Habt ihr immer noch Standbild? Nee. Ach Mann, ey. Du bist nicht ganz sauber, mein Freund. Weißt du, was nicht ganz sauber ist? Deine Einstellung. Ich hau dich jetzt raus, du möchtegern Pisser, Alter. Wenn du hier nicht sein willst, dann verpiss dich doch. Kein Schwein zwingt dich hier zu sein, du Angeber. Jetzt geht's. Bild wieder da. So. So sieht's jetzt fertig aus. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht. Ich werde das in einem Vlog auch noch reinschreiben. Oh, er bewegt sich. Ja, so sieht's fertig aus. So würde ich es auch lassen tatsächlich. Es bewegt sich, es lebt. So. Jetzt würde ich mal versuchen, aber ich kann euch da nichts versprechen, dass ich da was hinkriege, mit dem Kajal irgendwas zu machen. Professionelle Schminke sieht anders aus, glaub's mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war schon bei jemandem professionell beim Schminken dabei. Warte, das mache ich anders. So.
So. Mal. Geht das Bild schon wieder nicht? Was ist denn das? Geht das Bild schon wieder nicht? Zwölf los, Kollege. Es reicht, ich mache ein Abo-Chat an. So, so sieht es fertig aus. So halbwegs jedenfalls. Ich mache mal kurz ein paar Bilder aus meinem Tablet.
Mach mal kurz ein paar Bilder für meinen Stream, für meinen Blog heute Abend. Ja gut, wenn ich jetzt da weitermache, finde ich immer wieder was. So, man versteht kaum etwas, Ton lag sehr, sieht schon ganz gut aus. Was ist denn heute los, Alter? Mann, ey, das kotzt mich an. Was ist denn das immer? Als ob jemand wirklich da hockt und weiß, ich stream heute, weil es angekündigt und wirklich in aller Macht versucht zu verhindern. Was ist das denn, Alter? Ich habe das Gefühl, ich habe eine stumme Show und jemand da oben versucht, mich zu verhindern, dass ich was mache. Mann, das kommt nicht an. Als ob ich der einzige Mensch auf der Welt bin, bei dem das einfach nicht funktionieren will.